Roboter sind seit Jahrzehnten nicht mehr aus der Industrie wegzudenken. Sie übernehmen Arbeiten, die für den Menschen zu gefährlich sind. Doch auch ihre Kollegen, die humanoiden Roboter, sind auf dem Vormarsch. In Form und Gestalt dem Menschen ähnlich sollen sie künftig auch Aufgaben im Haushalt oder sogar in Pflegeberufen übernehmen. Auf der Automatica 2010 treffen die führenden Entwickler im Bereich der Service-Robotik auf Fachpublikum und Industrie. Eine besondere Stärke der Automatica ist sicher dabei, dass auch die Forschung, und zwar die industrienahe Forschung, sich hier sehr präsent zeigt und die Automatica als Innovationsplattform nutzt. Die industrielle Robotik profitiert von der Grundlagenforschung und gibt umgekehrt auch wieder Impulse zurück in die Forschung. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik in Oberpfaffenhofen wird an solchen Innovationen geforscht. Wir sind bekannt geworden als Technologieschmiede, die sehr breit aufgestellt ist, weil wir die Mechatronik als Basis aller unserer Entwicklungen haben. Das heißt also die engstmögliche Integration von Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Hier im Institut für Robotik wurde der humanoide Roboter Justin entwickelt. Die menschenähnliche Form hat sich als ideal erwiesen. Justin hat also Finger, einen Kopf und darin installierte Kameras als Augen. Gesteuert wird er vom Operator per Computer oder Sprache. Doch Justin kann noch mehr. Der Roboter ist ganz gut ausgestattet mit Sensoren, also er kann Kräfte spüren, er kann was sehen. Aber was wir ihm beibringen wollen, ist, dass er selbstständig Aufgaben löst. Und zwar so, dass er auch Aufgaben lösen kann in Zukunft, die er vorher noch nicht gesehen hat, Aufgabenstellungen. Wir haben ihn lange Zeit jetzt Tee reparieren lassen, dass er die Teedose erkennt, dass er sie aufschrauben kann, dass er damit irgendwas macht. Und wir wollen jetzt das Erweitern, auf der Automatica auch zeigen, neue Aufgaben, komplexere Manipulationen und die auch beliebiger zusammen zu kombinieren. Get ready. Man kann ihn überall an der Struktur anfassen, also nicht nur irgendwie vorne, sondern überall. Ich kann ihm so neue Positionen beibringen, indem ich ihn einfach dahin führe, wo ich ihn haben will. Und er kann sich dann diese Positionen merken. Auch auf dem Gebiet der Medizinrobotik gehen die Wissenschaftler neue Wege. Der Miro-Leichtbauroboter eignet sich sowohl für die offene Chirurgie als auch für minimalinvasive Operationstechniken wie die endoskopische Herzchirurgie. Unser Hauptaugenmerk liegt darin, die Erfahrungen, die wir im Bereich der Weltraumrobotik gesammelt haben, also in der Fernsteuerung von Komponenten, Systeme mit sehr vielen Sensoren, in den OP-Saal zu bekommen, um dort den Arzt in Operationen mit zusätzlichen Funktionalitäten zu unterstützen. Der Arzt steuert die Roboterarme mit den Instrumenten über sensible Bedienelemente, ohne dabei in unmittelbarer Nähe des Patienten zu sein. Neben der Medizintechnik sollen Roboter in Zukunft dem Menschen auch im Servicebereich zur Hand gehen. Ob als Getränkelieferant, Lagerist oder Empfangsroboter, humanoide Roboter könnten schon bald in allen Lebensbereichen angetroffen werden. Ausgestattet mit Kameraaugen und Rollen zur Fortbewegung, kann der REAM 2 von PAL Robotics zum Beispiel selbstständig Hindernisse umfahren und über einen Touchscreen mit Menschen kommunizieren. Das Modell Friend der Firma Schunk kann das Leben von behinderten Menschen wesentlich erleichtern. Mehr Neuheiten und Innovationen werden auf der Automatica 2010 präsentiert. Die Automatica ist für uns die zentrale Messe geworden, auf der wir versuchen, alle unsere Themen darzustellen, weil wir wissen, da sind die Roboterhersteller alle da, sehr konzentriert. Es ist alles da, was Rang und Namen hat und wir können da eben zeigen, wo es aus unserer Sicht hingeht. Einblicke in die Zukunft und die Technologien von morgen bietet die Automatica in München. Vom 8. bis 11. Juni auf dem Gelände der neuen Messe München.